Meinst du etwa, ich werde dir schreiben, wie gut diesmal der Winter es mit uns gemeint hat, der nicht nur milde, sondern auch kurz war? Wie übel dagegen der Frühling uns mitgespielt hat, mit seiner unangebrachten Kälte und was dergleichen Plattheiten mehr sind, die nur als Lückenbüßer dienen, weil man sonst nichts zu sagen weiß. Nein, ich will etwas schreiben, was sich mir und dir als nützlich erweisen kann. Wie könnte dies aber etwas anderes sein, als die Mahnung an dich, an deiner sittlichen Veredelung zu arbeiten? Du fragst, was die Grundlage dazu sei. Wirf die Lust an eitlen Dingen von dir. Doch wie? Habe ich recht damit? Nein, nicht die Grundlage ist es, sondern der Gipfel. Auf die oberste Höhe ist gelangt, wer da weiß, worüber er sich freut, wer sein Glück nicht unter fremde Botmäßigkeit gestellt hat. Mit Sorgen belastet und seiner selbst nicht gewiss ist der, mit dem irgendeine Hoffnung ihr neckendes Spiel treibt. Mag das Gewünschte auch unmittelbar zur Hand oder unschwer zu erlangen sein, mag seine Hoffnung auch sonst ihn noch nie getäuscht haben. Vor allem, mein Lucilius, empfehle ich dir, lerne dich freuen. Meinst du etwa, ich beraube dich vieler Freuden, wenn ich dich unzugänglich mache für des Zufalls Launen, wenn ich die Hoffnungen, diese verführerischen Schmeichlerinnen, gemieden wissen will? Nein, ganz im Gegenteil. Geht es nach meinem Willen, so soll dir die Freude niemals fehlen. Ich will, dass sie dir dahin erwachse, und sie wird es, wenn sie nur in dir selbst ist. Heitere Erregungen sonstiger Art greifen nicht tief in das Innere. Sie verscheuchen die Wolken von der Stirn und sind flüchtiger Art. Du müsstest denn glauben, dass, wer lacht, sich auch freut. Der Geist muss frisch sein, voll Selbstvertrauen und allen Anfechtungen überlegen. Glaube mir, es ist eine ernste Sache um die Freude. Oder meinst du, es werde irgendjemand mit unbefangener Miene oder, wie jene Lebemänner sich ausdrücken, heitern Auges den Tod verachten, der Armut die Tür öffnen, der Genusssucht Zügel anlegen und auf Ausharren im Schmerze sich gefasst machen? Wer sich mit derlei Gedanken trägt, lebt in einem Zustande hoher Freude, aber einer Freude, die nichts weniger als schmeichlerischer Art ist. Im Besitze derartiger Freude möchte ich dich sehen. Sie wird dir niemals versagen, wenn du einmal die Quelle gefunden hast, der sie entstammt. Die geringwertigen Metalle finden sich an der Oberfläche. Die gehaltvollsten sind diejenigen, deren Adern tief im Erdreich verborgen liegen und die dem unablässig Grabenden immer reichere Ausbeute gewähren. Die gewöhnlichen Volksbelustigungen gewähren nur einen schalen und oberflächlichen Genuss, wie denn jede nicht von Herzen kommende Freude der sicheren Grundlage ermangelt. Die, von der ich hier rede und zu der ich dir verhelfen möchte, ist unerschütterlich und senkt sich tiefer ins Innere. Tue, liebster Lucilius, was allein dich glücklich machen kann. Gehe erbarmungslos ins Gericht mit jenen Dingen, die von außen glänzen, die dir von einem andern oder aus den Mitteln eines andern versprochen werden. Halte deinen Blick auf das wahre Gut gerichtet und lass deine Freude dem entquellen, was dein ist. Was ist aber dieser Quell? Du selbst bist es, du mit deinem besten Teil. Auch dies Gemächte von Leib mag es auch notwendig sein für all unser Tun, halte eher für etwas Unentbehrliches als für etwas Großes. Es gewährt nur nichtige, kurze und zur Reue führende Genüsse, die, wenn man ihnen nicht große Mäßigung auferlegt, sich in ihr Gegenteil umwandeln. Lass dir's gesagt sein, die Lust neigt sich in jäher Beschleunigung dem Schmerze zu, wenn sie nicht Maß hält. Maß zu halten ist aber schwer bei dem, was man für gut hält. Trachtet man nach dem wahren Gut, so ist man in Sicherheit. Du fragst, woher wir es erhalten. Ich will es dir sagen, es ist die Frucht eines guten Gewissens, die Frucht edeler Vorsätze, die Frucht tadelloser Handlungen, die Frucht der Verachtung aller Überraschungen, die uns der Zufall bringt, die Frucht eines ruhigen und stetig dahinfließenden Lebens, das sich immer streng an den einzig richtigen Weg hält. Denn wer von einem Vorsatz zum anderen überspringt, oder nicht einmal überspringt, sondern durch den Zufall sich hinüberstoßen lässt, wie kann der irgendetwas Sicheres oder Bleibendes sein eigen nennen? Er, der immer in der Schwebe und bald hier, bald dort ist. Wenige nur wissen, mit sich selbst sowie mit dem ihrigen streng planmäßig zu verfahren.
Die übrigen gleichen dem, was auf den Flüssen dahinschwimmt. Sie werden nicht von ihren Füßen, sondern von der Strömung getragen. Den einen führt eine lindere Welle ruhig und sanft mit sich dahin, den anderen reißt eine heftigere mit sich fort. Den einen setzt sie bei ermattender Flut am nahen Ufer ab, den anderen wirft ihr wildes Ungestüm hinaus ins offene Meer. Daher gilt es festzustellen, was wir im Grunde wollen, und dabei zu beharren. Hier ist der Ort, dir den schuldigen Tribut zu zahlen. Ich kann dir ein Wort deines Epikur zurückgeben und damit diesen Brief seiner Schuld ledig machen. Es taugt nichts, das Leben immer wieder anzufangen. Oder vielleicht lässt sich der Sinn des Wortes klarer auf folgende Weise wiedergeben. Unglücklich lebt, wer immer erst zu leben beginnt. Inwiefern, fragst du, denn dieses Wort will erläutert sein. Weil für diese Art von Menschen das Leben immer unfertig bleibt. Wer eben erst zu leben beginnt, wie kann der zum Tode gerüstet sein? Unser Leben muss darauf gerichtet sein, genug gelebt zu haben. Dieses Glaubens ist niemand, der eben gerade erst jetzt zu leben beginnt. Glaube nicht, dass deren nur wenige seien, es sind nahezu alle. Manche fangen erst damit an, wenn sie aufhören mussten. Wenn dir das wunderlich vorkommt, so will ich noch etwas Wunderlicheres hinzufügen. Manche haben zu leben schon aufgehört, ehe sie anfingen.